unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht ablässt das Werk seiner Hände. In Matthäus 5, Vers 15 spricht Jesus, soweit ich mich erinnern kann: Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Wir sind auf deiner Spur, Herr. Wir danken dir. Wir danken dir für den neuen Tag. Hilf uns, ihn wahrzunehmen. Wir danken dir, dass wir in diesem deinen Tag sind. Und uns machen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Testamentlichen Text, den wir eben gehört haben. Ich lese ein kurzes Teil auch im Zusammenhang. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Das ist der Vorvers zu unserem eigenen Licht. Ihr seid das Licht. Ich habe mir erklären lassen, physikalisch ist es völlig unmöglich, dass Salz nicht salzig ist. Es ist völlig unmöglich. Und vielleicht lernen wir heute Morgen diesen Text mal ganz anders zu betrachten. Jesus sagt, wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, Leute, das ist unmöglich, dass das Salz nicht salzt. Also entweder seid ihr Salz oder seid ihr keins. Aber schlechtes Salz gibt es gar nicht. Wenn man natürlich seine Bibel kennt, würde man sich überlegen, naja, aber der Jesus sagt doch, das ist dann schlecht, dann wird es zertreten und so. Dagobert, ob wir dir da wirklich vertrauen können, da bleib ich doch lieber beim Bibeltext. Hätte ich genauso gemacht, aber da der Bibeltext nicht so wie ich Musik machen kann, also der Bibeltext kann keine Musik machen, keine Tonbandaufnahmen, keinen Ton von Jesus aus seinem Hals. Dann wissen wir, der Bibeltext ist von Juden geschrieben. Juden, meine Behauptung, schreiben anders als wir. Wenn wir eine sachliche Information weitergeben, dann meinen wir das, was wir schreiben. Wenn ich da ein kleines Memo rausreiche zu meinen Kollegen, ne, mach die Kaffeemaschine sauber, ich komme nach einer halben Stunde, damit das Ding dann wieder läuft, dann meine ich das nicht im übertragenen Sinne von irgendwas, sondern dann meine ich diese Information. Ich würde aber hier tatsächlich behaupten, dass Jesus sagt, Leute, ihr wisst alle, dass man Salz nicht unsalzig machen kann. Aber selbst wenn es das gäbe im geistlichen Sinne, selbst wenn es das gäbe im geistlichen Sinne, kann ich euch sagen, das möchte ich nicht. Das ist kein Zustand. Entweder ist man Salz oder keins. 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Auch hier wieder ist praktisch Jesus erklärt, worauf es hinausläuft. Eine Stadt, die auf einem Berg ist, kann nicht verborgen sein. Die kann man nicht verstecken. Das gibt es überhaupt nicht.
Das funktioniert nie. Die kannst du ausbomben, du kannst den Berg ausbomben, aber du kannst eine Stadt nicht verstecken. Auf dem Berg ist immer sichtbar. Ich habe das Gefühl, dass Jesus mir eine Brille aufsetzt und sagt, schau mal klar. Das kann man nicht machen. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Das ist der Normalzustand. Kein Mensch macht ein Licht an, dann lass es lieber das Licht gleich aus. Anstatt ich das da unten irgendwo verstecke, was soll das denn? Also Jesus, nach meiner Meinung, sagt, Leute, so ein Verhalten gibt es überhaupt nicht. Wenn du ein Licht bist, leuchtest du und bist sichtbar wie eine Stadt auf dem Berge. Alles andere ist, da brauchen wir doch nicht drüber reden, ist doch Quatsch. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Na, jetzt wird's spannend. Leuchten die Leute, dann bräuchte Jesus nicht sagen, lasst euer Licht leuchten. Also leuchten die Leute anscheinend nicht. Meine neue Perspektive, ne? Normalerweise war es immer so ein Aufmunterungsding für uns. Hey, ihr seid das Licht der Welt und jetzt leuchtet mal. Aber eigentlich passt das nicht von der Logik her. Wenn du nämlich das Licht der Welt bist von Jesus her. Von Jesus her, der das Licht ist. Dann kannst du gar nicht anders als nicht leuchten. Also scheint das eine Aufforderung für Menschen zu sein. Das ist eine neue Perspektive, dessen bin ich mir bewusst. Niemand predigt so darüber, wie ich jetzt gerade in diesem Moment. Aber wenn du kein Licht bist, dann wirst du aufgefordert, Licht zu sein. Ich schenke mich dir als Licht, sagt Jesus. Vom Kreuz her schenke ich mich dir als ein Licht, das du vorher noch nie gekannt hast. Eine Art Licht, das es noch nie vorher gegeben hat. Ich habe mich daran erinnert, im Schöpfungsbericht, sehr bemerkenswert, also ich habe es für mich so entdeckt, vielleicht ist euch allen völlig klar, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Aber danach erst schuf er die Sonne. Ihr merkt, dieses Lichtsein ist nichts, was einer von uns macht. Sondern Gott sprach, es werde Licht. Im Anfang war das Licht. Im Anfang war das Wort. Jesus Christus, das Licht. Aus deiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel. Und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr sei uns gnädig. Des Herrn Angesicht leuchte auf unserem Gesicht. Und er schenke uns seinen Frieden. Amen. Amen.